Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit dem neuen Jahr ist eine riesige Datensammlung gestartet. Von jetzt an werden die Einkommen aller 40 Millionen Arbeitnehmer zentral erfasst. Die neue Datenbank heißt Elena, das steht für elektronischer Entgeltnachweis. Auf Grundlage dieser Informationen sollen ab 2012 zum Beispiel Anträge auf Arbeitslosengeld schneller bearbeitet werden, ohne viel Papierkram. Kritiker halten Elena für datenschutzrechtlich bedenklich. Deswegen will das Bundesarbeitsministerium nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios nun nachbessern. Quälend lange Schlangen, viel Papierkram. Wer bei Behörden einen Antrag auf Wohngeld, Elterngeld oder Arbeitslosengeld stellt, muss erstmal viele Formulare ausfüllen und Gehaltsbescheinigungen vorlegen. Mit dem zentralen Datenregister Elena soll das alles besser und schneller werden. Mittels Elena, dem elektronischen Entgeltnachweis, melden die Arbeitgeber die Einkommensdaten monatlich an eine zentrale Speicherstelle. Nur wenn der Arbeitnehmer die Daten im Amt mit seiner digitalen Signatur freigibt, können die Behörden darauf zugreifen und den Antrag bearbeiten. Entbürokratisierung ist das Ziel, doch für Datenschützer ist Elena eine monströse Datensammlung mit Informationen über 40 Millionen Beschäftigte. Das ist eine klassische Vorratsdatenspeicherung, weil etwa 90% oder noch mehr von diesen Daten nicht benötigt werden, aber trotzdem vorhanden sind und große Gefahren bestehen, dass diese Daten dann missbraucht werden. Denn viele der zentral gespeicherten Informationen sind für Datenschützer höchst sensibel und unterliegen der Privatsphäre. Elena speichert unter anderem Fehlzeiten, Teilnahme an legalen und illegalen Streiks, Kündigungsgründe, Abmahnungen. Kein Arbeitgeber, keine Sozialversicherungsbehörde dürfe diese Informationen erhalten, kritisieren Gewerkschaften. Das sind Daten, die gehören zum engsten Persönlichkeitsrecht und unter den Persönlichkeitsschutz der Beschäftigten. Das geht niemandem was an, das gehört nicht in eine zentrale Datensammlung. Die Kritik zeigt Wirkung. Die Bundesregierung will nachbessern. Zumindest Streiktage sollen nicht mehr zugeordnet werden können. Weiteres dazu, wie der elektronische Entgeltnachweis funktioniert, können Sie bei uns im Internet nachlesen unter tagesschau.de. In der schwarz-gelben Koalition geht der Steuerstreit weiter. FDP-Fraktionschefin Homburger beharrt darauf, dass die Steuern auch in den kommenden Jahren massiv gesenkt werden. Im Gegenzug schlägt sie Einsparungen bei der Bundesagentur für Arbeit und beim Familienministerium vor. Die Union will weitere Steuersenkungen hingegen von der Haushaltslage abhängig machen. Mit dem neuen Jahr endet die Zeit des Weihnachtsfriedens auch für die Koalition. Wieder ist es das Geld, um das FDP und Union streiten. Die Liberalen bestehen darauf, dass es 2011 eine große Steuerreform gibt. Die Bürger sollen pro Jahr um 24 Milliarden Euro entlastet werden. Wir brauchen nach dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz weitere Impulse für mehr Wachstum und Beschäftigung in Deutschland. Die CDU ist über das Vorpreschen des Regierungspartners verärgert, denn vor einer großen Steuerreform 2011 kommt für die Union die Steuerschätzung im Mai 2010. Erst danach könne über weitere Steuerentlastungen debattiert werden. Wir haben allerdings auch vereinbart, dass alles unter Finanzierungsvorbehalt steht. Und deswegen werden wir nach der Steuerschätzung im Mai die Spielräume uns anschauen, die wir dann haben. Wirtschaftswissenschaftler wie Rudolf Hickel zweifeln, dass die Formel der Koalition Steuerentlastungen würden zu Wirtschaftswachstum führen, überhaupt aufgeht. Die Erwartung, dass massive Steuersenkungen das Wachstum stärken, werden nicht in Erfüllung gehen. Und am Ende besteht dann das Problem, dass eher die Schulden ansteigen, vor allem auch bei den Kommunen. Die Linke befürchtet, dass Steuersenkungen mit Kürzungen im Sozialbereich finanziert werden. Das dürfe die Kanzlerin nicht zulassen. Frau Merkel muss sich entscheiden, will sie den Sozialstaat zumindest in Bruchstücken bewahren oder will sie sich von der FDP weiter auf der Nase rumtanzen lassen? Klarheit über die Steuerpläne der Regierung gibt es vielleicht schon am 19. Januar. Dann spricht die Kanzlerin in der Haushaltsdebatte des Bundestages. Mit dem Jahreswechsel hat Spanien den EU-Ratsvorsitz übernommen und löst Schweden ab. Erstmals gilt die neue Führungsstruktur, wie sie im Lissabon-Vertrag festgeschrieben ist. An der Spitze der EU steht nun der neue ständige Ratspräsident, der Belgier Van Rompuy. Er wird auch die EU-Gipfel leiten. Schwerpunkt des nächsten Halbjahres soll der Kampf gegen die Wirtschaftskrise sein.
Puerta del Sol, der zentrale Platz Madrids um Mitternacht. Spanien übernimmt die Präsidentschaft der Europäischen Union. Per Lasershow ein Gruß an jedes EU-Land. Unter dem Jubel der Spanier fällt auch die Berliner Mauer nochmal. 6 Monate Europa führen. Spanien ist das erste Land, das das unter den Regeln des Vertrags von Lissabon tun wird. Wir gehen diese Aufgabe mit großem Enthusiasmus an, so Ministerpräsident Zapatero. Er versprach, sein Land werde den neuen ständigen EU-Ratspräsidenten bestmöglich unterstützen. Das ist dieser Mann, der Belgier Herman Van Rompuy. Nach dem Lissabon-Vertrag steht seit heute offiziell er an der Spitze Europas. Diese glanzvolle Rolle hätte früher Zapatero gehabt. Gerangel oder Zusammenarbeit, wie beide miteinander umgehen, dürfte prägend sein für die nächsten Jahre. Die spanische Präsidentschaft, ihre wichtigste Aufgabe wird der Kampf gegen die Wirtschaftskrise. Schon aus eigenem Interesse, vor kurzem noch herrschte hier in Spanien Bau- und Wirtschaftsboom. Heute liegt die Arbeitslosigkeit bei rund 18%. Das ist die absolute Priorität für die nächsten Monate. Wir brauchen Ideen, um die Wirtschaft anzuschieben. Eine Strategie bis 2020. Doch solche Pläne zu entwerfen, für die Spanier dürfte das deutlich schwieriger werden, als Lasershows in Madrid zu gestalten. Oder die EU-Gebäude in Brüssel. Mit Spanien übernimmt eine sozialistische Regierung die Führung in der EU. Und sie fand heute gleich klare Worte. Kündigungsschutz oder soziale Absicherung dürften nicht auf der Strecke bleiben beim Versuch, die Wirtschaft anzukurbeln. Ungewohnte Töne in einer EU, die sonst eher den freien Markt predigt. In Pakistan hat es bei einem Selbstmordanschlag viele Tote gegeben. Nach neuesten Polizeiangaben kamen mindestens 75 Menschen ums Leben, als sich ein Attentäter bei einem gut besuchten Volleyballspiel in die Luft sprengte. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Stadt Lucky Mawat. Bis zum Abend wurden Dutzende Verletzte in das nächstgelegene Krankenhaus im Distrikt Banu eingeliefert. Laut Augenzeugenberichten hatten sich die Opfer am Rande eines Volleyballspiels versammelt, als der Attentäter seinen mit Sprengstoff beladenen Lieferwagen zur Explosion brachte. Lokale Fernsehsender zeigten Überreste des Fahrzeuges. Mehrere Gebäude in der Umgebung sollen beschädigt worden sein. In der Nachbarregion Südwaziristan geht das pakistanische Militär seit Mitte Oktober des vergangenen Jahres mit tausenden Soldaten gegen Taliban-Kämpfer und Al-Qaida-Terroristen vor. Mehr als 600 Extremisten sind nach Armeeangaben bereits getötet worden. Seit Beginn der Offensive haben die Taliban sich zu zahlreichen Selbstmordanschlägen in den großen Städten Pakistans bekannt. Erst am Montag dieser Woche starben bei einem Anschlag auf eine religiöse Prozession in Karachi über 40 Menschen. Seit Monaten gerät die Zivilbevölkerung immer mehr ins Visier der Attentäter. Auch heute wurden Dorfbewohner getötet. Beobachter warnen vor dem Versuch der Extremisten, Pakistan weiter zu destabilisieren. Im Iran zeigt sich Oppositionsführer Mousavi unbeeindruckt von den Drohungen der Regierung. Im Internet schrieb Mousavi, er sei bereit, für das iranische Volk zu sterben. Die Regierung müsse politische Gefangene freilassen und das Versammlungsrecht anerkennen. Gewalt könne die Lage nicht beruhigen. Gestern wurde Mousavi mit einer Anklage gedroht, wenn er sich nicht von den Protesten distanziere. Regierungsanhänger forderten die Todesstrafe. Papst Benedikt XVI. Hat in seiner Neujahrsmesse in Rom zum Frieden in der Welt aufgerufen. Dieser beginne damit, dass die Menschen in den Gesichtern der anderen erkennen, dass sie Brüder und nicht Feinde seien, mahnte Benedikt. Verbunden mit diesem Respekt vor dem Mitmenschen sei der Respekt vor der Natur. Wo der Mensch verkomme, verkomme auch sein Lebensraum, so das Oberhaupt der Katholiken. Auch die evangelischen Christen haben sich auf das neue Jahr eingestimmt. In ihrer Neujahrspredigt in der Dresdner Frauenkirche rief die Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Käßmann, zum Handeln auf. Wenn viele Menschen viele kleine Schritte gingen, so die Bischöfin, könne sich das Gesicht der Erde wandeln. Als Herausforderungen nannte Käßmann den Klimaschutz, den Krieg in Afghanistan und eine zunehmende Kinderarmut. In Deutschland haben Millionen Menschen auf Straßen und Plätzen das neue Jahr begrüßt. Die meisten auf der Festmeile am Brandenburger Tor in Berlin. Trotz nasskalten Wetters wurde hier bis zum frühen Morgen gefeiert und getanzt. Sportlich gegen den Kater, so das Motto der 3500 Neujahrsläufer, die heute auf der Straße unter den Linden in Berlin auf ihre Weise in das neue Jahr gestartet sind. Höhepunkt auf Deutschlands größter Silvesterfeier war um Mitternacht ein gut 10-minütiges Feuerwerk.
Knapp 1 Million Gäste kamen zur Partymeile am Brandenburger Tor. Laut Polizei war es ein ausgelassenes und ein friedliches Fest. In Köln feierten ebenfalls mehr als 10.000 Menschen bei einem Konzert der Fantastischen Vier und anderen Bands den Jahreswechsel. Während beim Feuerwerk an den Landungsbrücken im Hamburger Hafen alles friedlich blieb, kam es im Stadtteil St. Pauli zu einigen Zwischenfällen durch Randalierer. Mehr als 1.400 Einsätze hatten Feuerwehr und Rettungsdienst in Berlin. Die Bilanz: eine Tote nach einem Wohnungsbrand und ein Schwerverletzter. Der Schwerpunkt lag natürlich in dem unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern. Der dramatischste Einsatz war da auch eine Person, der es zwei Finger abgerissen hat. Wir hatten aber auch viele Einsätze aufgrund der Glättebildung und der Schneedecke, die wir in Berlin hatten, die ausgerutscht sind und sich dadurch auch verletzt haben. Ein Gutes hatte das nasskalte Wetter aus Sicht der Feuerwehr. Es kam in der Hauptstadt zu wesentlich weniger Bränden, wie hier verursacht durch Böller und Raketen. Dafür machten Schnee und Glätte den Reinigungskräften rund um das Brandenburger Tor in diesem Jahr mehr zu schaffen als der Müll der Partygäste. Auch weltweit wurden ausgelassen das neue Jahr begrüßt. Bei frostigen Temperaturen feierten Hunderttausende in Moskau. In Paris funkelte der Eiffelturm in einer Lichterschau. In London läutete Big Ben das neue Jahr ein. Deutlich wärmer war es im brasilianischen Rio de Janeiro. Hier kamen etwa 2 Millionen Menschen an die Copacabana. Auf dem New Yorker Times Square wurde traditionell eine Glitzerkugel herabgelassen. Der Österreicher Gregor Schlierenzauer hat das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Bester Deutscher Pascal Bothmer auf Platz 16. Martin Schmidt und seine Teamkollegen wieder nur Zuschauer bei der Flugshow der Tourneefavoriten. Der Schweizer Simon Ammann stellte mit 143,5 Metern einen neuen Schanzenrekord auf. Doch das reichte nicht, um sich vor 25.000 begeisterten Zuschauern auch den Tagessieg zu sichern. Den holte sich der alte Rekordhalter Gregor Schlierenzauer aus Österreich vor seinem Landsmann Wolfgang Leutzel und Simon Ammann. Erfreulich aus deutscher Sicht, 4 Athleten im Finale, doppelt so viele wie in Oberstdorf. Doch mehr als Platz 16 für Pascal Bothmer war nicht drin. Der 18-Jährige vom SV Meßstetten konnte sich dank 131,5 Metern im Finale noch um 3 Plätze verbessern. Aber ein richtiges Kracherergebnis sieht anders aus. Ziel ist natürlich schon mehr. Also die Top 10 habe ich wieder nicht gepackt und das ist jetzt dann das Ziel für Innsbruck und Bischofshofen auf jeden Fall. Bundestrainer Werner Schuster hofft auf einen Aufwärtstrend, ebenso wie Michael Neumeier, der zweitbeste Deutsche, auf Rang 17. Der 1. Januar, Tag der Österreicher. Auf Rang 1 beim Neujahrsspringen Gregor Schlierenzauer. Auf Rang 1 in der Tourneewertung bleibt der Sieger von Oberstdorf, Andreas Kofler. Start der Tour de Ski der Langläufer im thüringischen Oberhof. Der Lokalmatador Axel Teichmann hat sich viel vorgenommen beim 3,7 Kilometer langen Prolog. Und er kann das Vorhaben auch erfolgreich umsetzen. Dem Sieg des letzten Jahres lässt er diesmal Platz 3 folgen. Sein bestes Saisonergebnis. Der Superstar der Szene. Der Norweger Petter Northug ist auch heute nicht zu schlagen. Er gewinnt vor dem Schweden Hellner und Teichmann. Es ist ein gelungener deutscher Auftakt für die insgesamt 8 Rennen in 10 Tagen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 2. Januar. Zwischen einem Hoch über dem Nordmeer und einem Tief über Südosteuropa gelangt kalte Luft aus polaren Breiten nach Deutschland. Morgen gibt es fast überall Dauerfrost. In der kalten Luftmasse kommt es vor allem heute Nacht zu Schneefällen. Im Süden kann es anfangs auch noch regnen, sonst schneit es in der Nacht verbreitet, Richtung Süden auch stärker. Es muss mit Glätte gerechnet werden. Morgen fällt vor allem in der Osthälfte noch Schnee. Besonders im Südwesten kann es auch mal auflockern. Im Nordwesten kommt im Laufe des Tages neuer Schneefall auf. Der Wind wird schwach bis mäßig, vereinzelt auch frisch und kommt überwiegend aus westlichen Richtungen. Die Nacht wird überall frostig, bei minus 1 bis minus 7 Grad. Morgen liegen die Höchsttemperaturen nur zwischen minus 5 Grad in Oberfranken und plus 2 Grad am Niederrhein. Die Aussichten: am Sonntag ist es stark bewölkt mit ein paar Auflockerungen, vor allem in der Mitte schneit es. Am Montag und am Dienstag gibt es nach sehr kalten Nächten teils Sonne, teils Wolken. Etwas Schnee fällt vor allem an den Küsten und im Süden. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.25 Uhr mit Karin Mioska. Darin schwarz-gelber Steuerstreit, FDP und Union weiter uneins und Pilger in Spanien, heiliges Jahr am Jakobsweg. We'll be right back.